Das wird jetzt. Und welcher Mensch steckt da jetzt dahinter? Hier in der Kantine an der Uniklinik in Tübingen sucht Felix vergeblich das Küchenpersonal. Ich habe noch nie von einem Roboter-Koch etwas gegessen. Das macht's jetzt spannend. Ja, denn das, was dieser Automat kann, ist bundesweit einzigartig. Ein paar Klicks auf dem Touchscreen und schon greifen Roboterarme nach den frischen Lebensmitteln. Der Roboter platziert den Topf auf dem Kochfeld. Das Gemüse wird angebraten. Rühren muss hier keiner. Wenige Minuten nach der Auswahl serviert der Kochroboter das Gericht. Und jetzt scheint es fertig zu sein. Kochen ohne Koch. Kann das schmecken? Das ist jetzt böse, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem sonstigen Krankenhausessen. Das ist echt lecker, ja. Bald soll es den Robokoch in Restaurants, Schulkantinen, Krankenhäusern und Pflegeheimen geben. Der Koch der Zukunft hilft nicht nur gegen Hunger, er packt da an, wo uns Fachkräfte fehlen.